Es ist egal, ob du Frau oder Mann bist. Bei Bearing Point zählst du als Mensch und was du kannst. Und das Arbeitsklima ist bei uns die Grundlage dafür, dass du dich komplett verwirklichen kannst. Man muss nicht wie ein Mann denken, um im Beratungsgeschäft erfolgreich zu sein. Man muss sie nur verstehen und dann macht es Spaß. Es wird nie darauf geachtet, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann bin, ob ich klein bin oder groß bin, ob ich dick bin, ob ich dünn bin oder alt oder jung. Letztendlich kommt es darauf an, was die Person völlig unabhängig von ihrem Geschlecht letztendlich fachlich, inhaltlich einbringt, ins Team, in die Dynamik mit einbringt und letztendlich geht es um die Ergebnisse für den Kunden. Manchmal ist es so, hier bei Bearing Point, da kommt eine neue Kollegin rein und du merkst, da ist irgendwas, das hält die zurück. Du merkst, die traut sich nicht so richtig. Das ist eine Blockade, die viele mit sich herumtragen. Aber dann, die nehmen an Frauenförderungsprogrammen teil, die gucken sich Kolleginnen an, die merken, ich kann ja hier wirklich mich komplett ausleben. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo du denkst, wow. Und das ist richtig schön zu sehen, wie die sich entwickeln und wie das ihnen Spaß macht. Und es macht dir selber auch Spaß. Wir haben beispielsweise ein spezielles Female Leadership-Programm. Wir haben verschiedene Mentorenprogramme. Ich selber agiere beispielsweise als Mentorin. Und im Rahmen dieser Programme bieten wir verschiedenste Trainingsmöglichkeiten, um verschiedene Situationen im Beruf zu trainieren. Und zusätzlich, dadurch, dass die Beratungsbranche so männerlastig derzeit noch ist, bietet Bearing Point eben super viele Möglichkeiten mit Nachwuchsförderprogrammen eben speziell für Frauen, mit Frauennetzwerken, mit Mentoring und auch Frauenmanager-Seminaren, um Frauen zusätzlich zu stärken. Performance ist wichtig.